Hallo und Jutschi, Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play Tears of the Kingdom. Im letzten Part haben wir es endlich geschafft. Oh. Da hab ich jetzt den Baum getroffen. Alle Schreine zu finden und haben jetzt dafür. Oh, wo sieht man das ganz gut? Hier. Nein, nicht die Ursprungshose. Heldengeist aus Oderzeit. Scheint wohl ein Mischling zwischen Liliane und Sonor zu sein. Ich weiß nicht, wer die Person ist, aber ich gehe mal. Ist jetzt nur eine Vermutung, vielleicht, dass es der Sohn von Rauru und Sonja sein könnte. Ist aber jetzt nur eine Vermutung, weil. Ja, man sieht doch eindeutig beide Völker in sich. Und das ist eigentlich auch ganz schön fummelig, muss ich sagen. Ja. Ja. Hier mit der Sucherei gewesen. Es ist. Nee, lassen wir mal. Ich werde da lieber reinschießen. Weil es regnet. Und wenn das einfach zu nah und. Oh, jede Menge Fische, das ist so gut. Und so. Ja, sonst könnte ich eine geölt kriegen. Geaalt, nicht geölt. Eine Ölung kriege ich da nicht. Aber die letzte Ölung könnte ich danach erhalten. Weil ich mich praktisch schon selbst getötet habe. Kann ich einmal erklären, warum diese Nervensäge so nervig ist? Na gut, dann komme ich näher ran. Hat zwar viele Pfeile, aber ich will sie trotzdem nicht unnötig verschwenden. Apropos unnötig verschwenden? Okay, ja. Oh, das hier, die läuft. Oh ja. Es gab etwa 2 Tage gar nichts. Das liegt einfach unter daran, dass ich beim, ein Video halt irgendwie nicht richtig gerendert wurde. Da waren plötzlich nur 12 Minuten. Da habe ich gesagt, dass ich die hasse. Oh mal, vielleicht kann ich ein bisschen. Also da war das nämlich so gewesen. Ernsthaft? Wo kommst du denn her, Idiot? Ich habe jetzt keine Zeit, um mit euch zu spielen, also verpisst euch. Bei dem müsst ihr nicht immer so üben. Mal hier. Natürlich, ich liebe es. Na, also aus irgendeinem Grund. Da war das Video tatsächlich nur 12 Minuten lang, obwohl das etwa gut und gerne über eine Stunde, über 2 Stunden ging halt. Hat sich so ergeben. Ich vermute mal, das kam daher, dass ich die Aufnahme mehrmals, also das Rendern mehrmals unterbrechen musste. Und das ist wahrscheinlich dadurch irgendwie da dieses dazu gekommen ist. Ja, und das Problem ist dann auch anschließend, dass ich es natürlich nochmal rendern muss. Und ja, dass es dann zu lange ging, als dass ich das doch an den Tag, wo ich es eigentlich hochladen wollte. Na toll, jetzt sind auch die Bäume wieder unterwegs. Ich habe aber keinen Bock auf dich. Also auf jeden Fall musste ich das alles nochmal rendern und das hat dann zu lange gedauert, dass ich das noch an den Tag hochladen konnte. Das ist die Ende der Geschichte. Ja. Ja, und warum hatte ich an einem Tag das dann nicht vorgenommen? Weil ich hatte ja von 2 Tagen geredet.
Das liegt daran, dass am ersten Tag ich nichts zum Hochladen hatte, nichts Gescheiteres. So. Wo fahren wir eigentlich jetzt großartig hin? Ich könnte eigentlich das mit der Giga-Prüfung machen, damit ich mir den Donnerhelm hole. Ja, und so. Falls Leute sich fragen, hä, haben sie schon wieder den Donnerhelm geklaut? Nein, den sollen sie sozusagen nachgebaut haben. Aber das wäre dann ehrlich gesagt dann ziemlich peinlich für die Gerudo, wenn ihnen das nochmal gestohlen worden wäre. Aber ich glaube, dann hätten sie sich das dann wieder geholt. Obwohl, wenn ich im Voice of the Wild zurückdenke, da fällt mir ein, da musste ja Link praktisch die Kastanien aus dem Feuer holen, dass wir den Donnerhelm zurückerobern. Bodenloser See? Ich werde mich auch wieder mal umziehen. Klar, das ist einfach ein einzelnes Stück. Und dann gucken wir uns ein bisschen um, ob da hier noch Crocs sind. Ich bin auch jetzt mal neugierig, was es mit diesem bodenlosen See auf sich hat. Warum ist dieser Felsen hier so? Der ist einfach da. Das ist ein Findling. Aus der Wüste. Wenn man eigentlich bedenkt, Findling, das hört sich immer so niedlich an. Dabei sind das richtige große Stücke. Okay. Wer fliegt denn da wieder durch die Gegend? Ach, das ist Zelda. Ja, da müsste ich mich eigentlich auch mal wieder darum kümmern, ein paar Teile zu kriegen von ihr, aber... Toll, die hocken da, als ob ihnen das gehört. Ach, ich Idiot, habe vergessen, dass ich die... nicht die Maschenmaske auf habe. Ach, ist der Kerl nicht so nett zu seinen Kollegen. Oh, Pilze. Oh, Minoru räumt gut auf und haut ihn mal rein. Sag mal, geht's noch? War doch ganz praktisch. Minoru also hier so nah, so einen Schocker zu geben. Du musst nur genügend Abstand halten, wenn sie das benutzt. Okay. Das ist der bodenlose Sumpf. Naja. Soll ich bodenlos sieht aber nicht. Ja, ist auch der falsche. Ja, ist nicht der Boden. Ja, ist auch der falsche und das ist. Heißt auch nicht bodenloser Sumpf, sondern... Danke für die Äpfel, Dude. Sondern bodenloser See. Ah, hier hat man einfach eine Brücke gebaut. Okay. Zelda fliegt wirklich querfeld ein. Hm.
Okay, was denn? Okay. Ist eigentlich auch ein ganz normaler See. Warum heißt eigentlich bodenlos? Vielleicht war hier früher ein Sumpf, war also in diesem bodenlosen Sumpf da. Wohin fliegt eigentlich Zelda? Fliegt in die Richtung? Ich glaube, ich werde doch was von ihr holen, weil ich da was brauche. Problem ist nur, hier ist nichts in der Nähe. Keine Himmelinsel, aber wenn ich das so sehe, könnte ich dann halt mit dem Turm da zu ihr rüber. Versuchen wir es da mal. Sie ist ja nicht gerade schnell unterwegs. Ich brauche da wohl. Ich habe aber keine Ahnung, was mich bei der Prüfung warte. Wahrscheinlich muss ich da Giga verkloppen. Aber dann brauche ich da wiederum Waffen. Stärkere Waffen, so schnelle. Oh, da fliegt sie gerade vorbei. Ich wollte schon sagen, ich hatte Minoru doch auch schon. Und auch bei mir. Warum zur Hölle ist sie nicht da? Ach nö, die wieder. Ja klar, ich bin wie weit weg. Verpiss dich, Alter. Was ist dein scheiß Problem? Ich geb dir gleich einen Fall in den Arsch. Zelda lassen sie nur. Naja, sie ist wirklich ihnen auch ein paar Nummern zu groß. Was für ein Bogen habe ich da eigentlich ausgerüstet? Okay. Und was bräuchte ich jetzt so von ihr? Neidrazon. Von Farola habe ich noch gar nichts. Ach. Weißdrachenklaue. Zahnklaue. Na, dann bräuchte ich wohl Schuppen, sag mal, ihr Horn. Ach, Moment mal, ich muss ja noch zur, sag mal, zu der Gönnenstatue und da was holen. Also, die letzte, nämlich Segenslicht. Also die letzten Herzcontainer. Ja.
Das war tatsächlich alles alle Drachensteine, also gut, aber ich weiß nicht, bis hier ist nicht mehr so viel, oder? Ich weiß mir nur so vor. Hallo! So goldene Wimpern. Oh! Fragezeichen, das heißt, also ich habe es noch nicht eingesammelt. Okay, tschüss Zelda. War nett mit dir. Okay, wo kommen wir denn hin? Ja, wir könnten mal wieder zurück nach Hause. Ein paar Sachen abliefern und dann zu der großen Fee. Um zu sehen, ob ich was ausrüsten kann. Yep. Ich weiß mir ehrlich nicht, wie ich mich bei den Giga so anstellen würde, deswegen. Ein bisschen da. Jop. Bisschen. Na, zurückhaltend. Aber jedenfalls kriege ich das ganze Stück und nicht, dass ich da so einzeln die Sachen holen muss. Link, ich habe dir bereits so große Kraft gewährt. Du solltest keine weitere begehren. Bringe dir, wenn wir zurück. Huh? Oh, habe ich das schon? Ja, super, aber ich könnte noch insgesamt 2 Herzcontainer kriegen. Und das war's. Die Reihe, Unterreihe kriege ich nicht voll. Es sei denn, ich tausche das dann. Das heißt, es sei denn, ich tausche das. Oh, ein kleines Problem. Ich kann die Waffe nirgendwo aufstellen. Das ist Daruks Waffe, die wir in Ehre halten. Das ist mein Heldenschwert. Ja, und das brauche ich hier für Mifas Lanze. Also Lichtschuppenlanze. Was steht da eigentlich? Kein Julianisch. Ehrlich gesagt möchte ich es erstmal nicht lernen, weil ich ja gerade dabei bin, Japanisch zu lernen. Da kann ich es bestimmt nicht ausstellen. Und das ist hier mit Schildern. Und das ist einfach der Aussichtspunkt. Nett. Eigentlich habe ich das nur just for fun gemacht, aber ich muss sagen, die Aussicht ist geil. Na, Golden Sun, wie geht's? Da fällt mir ein, ich muss ja noch mit den restlichen 2 Pferden auf Freundschaft schließen. Okay, wo ist jetzt die nächste große Fee? Da ist eine große Fee, aber es ist nicht die meine Klamotten verstärkt, sondern meine Pferde. Könnte ich auch mal irgendwann machen. Okay. Warum habe ich hier Markierungen gesetzt? Ach ja. Ja, okay. Hier habe ich die Markierung gesetzt, weil da die 2 Hyopais sind, die in Unterhosen rumlaufen. Was auch immer eine gute Idee ist. Ich meine, hey, ein Schlag und man ist tot, aber scheißegal. Man beweist, dass man männlich dumm ist, oder wenn es eine Frau wäre, männlich, also weiblich dumm.
vorbei. Welche habe ich noch nicht mehr so aufgesucht? Die habe ich, Quatsch, das ist dir keine große Fee, du Vollidiot. Also die habe ich aufgesucht. Das ist Kultura. Das ist Caesar. Und die große Fee hier, Mia. Ach so. Ja, genau. Ich musste gerade überlegen, wo war die letzte nochmal gewesen? Ist gar nicht so. Also man kann schnell den Überblick verlieren. Und verliert schnell den Überblick. Ach, Moment mal, ich kann ja auch gleich den Sensorschrein wieder umschalten auf Maui. Weil ich hab da jetzt ja auch. Ja, weil brauche ich ja nichts nicht mehr. Super, da muss ich noch so einige Sachen finden. Sie ausgewogen, so schimmer soll mit den weißen Pferd Blutsverwandt von sein, das von mir von Heu geritten wurde. Es soll mit einer Mutation geboren worden sein und es gibt viele, die mehr über dieses besondere Tier erfahren wollen. Reisende ebenso wie ihr Porsche. Bei diesem Skelett, einem beliebten Hyper der Monstern, handelt es sich um einen Überlapp eines richtigen Pferdes. Deshalb gehe ich durch starken Miasma-Einfluss wiederbelebt wurde. Außerhalb des Untergrunds seine Frau nur nachts behalten. Otto ist es entstanden, auch mit Miasma zu laufen. Und was war jetzt im Breath of the Wild? Da war es ja der Schlamm des Hasses. Wenn man eigentlich überlegt, ist ja eigentlich der Schlamm des Hasses nicht weiter als das Miasma, oder? Nur hat man es damals anders genannt, weil man es nicht. Ja. Doch, man wusste den Ursprung von dem Schlamm des Hasses. Warum heißt es denn jetzt eigentlich Miasma? Ah, okay, weil der Schlamm des Hasses, das war ja eigentlich Wasser, das mit dem Zeug in Berührung gekommen ist. Das ist der Unterschied. Haustier, das vom Milchgewinn gehalten wird. Aus dem Milch, das jetzt und Butter und aus dem Milch Bleibchen. Damit das Tier beim Gras nicht verloren geht, riss eine Schelle um den Hals. Einst lebte er in den gebirgigen Höhen, wodurch jedoch domestiziert und zur Wohlgewinnung gehalten. Besitzt eine flauschige Wolle, erstmal einmal die richtige Lagehänge, eignet sich zum Herstellen. Nee. Besitzt seine flauschige Wolle erstmal eine richtige Länge? Hat seine flauschige erstmal die richtige Länge erhalten? Nee, erhält. Nee. Oder erhält seine flauschige einmal. Doch, es müsste auch. Erhält seine flauschige Wolle erstmal die richtige Länge? Eignet sich zur Herstellung von Kleidung und Plätzchen. Neugescheuert hielt das im Herdenverband. Also, ich weiß nicht. Besitzt seine flauschige Wolle? Hört sich komisch an. Ganz sonst ist für mich gewinnen und gehalten, Stamm aus dem Dorf halten und ihre Hühner sind klein, als sie der Sumpf befüllt. Sind sie jetzt hier wie sanft mit der Natur und pflegeleicht in der Aufzucht. Mit farbenfroh verzierten Hörnern sind sie das Schmuckstück in jeden Weide. Ein gerudelheimischer Verwandter des Wolfes, der sich als widerstandsfähig gegen Hitze und Wörter erwiesen. Sie gucken, jagen mit Vorliebe kleine Tiere aus. Das heißt nicht, dass sie ungefährlich sind. Reißen und wie sollten sie hier in ihr Acht nehmen. Eine kürzlich entdeckte vierbeinige Spezies, die in subtropischen Gefilde heimisch ist. Bisher konnten nur 5 Sichtungen in Hyrule bestätigen. Ist dir immer bekannt, wovon sich diese Crew ernährt? Von Edelstein. Also von Erzen. Dunkos sind sehr scheu. Wenn sie aufgeschreckt werden, schwingen sie ihre Riesenhörner. Dann ist äußerst Vorsicht geboten. Das Wattier zeichnet durch seine Geweih aus, mit denen er sich durch den Gegner führen kann. Da es sehr scheu ist, kann es sich nur schwer ernähren. Tatsächlich aufspringen kann, hat einen wilden Ritt vor sich. Was ist das? Ach,
Eine Wiesentaube, nur mit Gras davor. Ich sehe, so dass auch Funkeln leuchten würde. Oh. Ein Wiesentaub angefahren, vor allem mit Kutterprofil, der vorrangig in Wäldern ist nur das Nüssen und Quelle. Ich habe Insekten und Regenwürde nicht abgeneigt. Sein Fleisch hat das Wiesentaub an Qualität übertreffen. Okay. Oh, was hat ihr? Waldstrauß. Obwohl man ihn oben in den Himmel vortrifft. Ein flugunfähiger Vogel, der einst an ganz Hyrule verbreitet gewesen sein soll, als das Land von Grün bedeckt war. Kälte machte ihn dank seines Gewichts nichts aus, dafür konnte ihn Hitze nicht sehr gut. Er ist erwachsen und sein Kopf oft in Aufmerksamkeit auf den Gras lugen. Könnte es sein, dass es das ein der Nachfahre von diesen Wolkenvögeln war, die in Skyward Swords auftauchen? Ja. Weil ich finde es irgendwie sehr, sehr, sehr merkwürdig, dass sie da oben leben, obwohl sie flugunfähig sind. Ich meine, sie wohnen praktisch auf den inzwischen in Wolken, aber fliegen die nicht. Das wäre doch ziemlich dumm, wenn sie abstürzen würden. Weil von der Himmelswelt ist ja nicht sehr viel übrig geblieben. Ganz klar. Die Vögel sind im Arsch. Okay, ist hier... Also, ich meine, ist hier irgendwas zu finden gewesen? Also, hier... Gut, dann wollen wir mal... Was soll die Beethoven-Nummer? Die Welt scheint sich immer noch im Verfall zu befinden. Mhm. Ja, will ich. Ah. Mhm. Machen wir mal das. Ah. Ah, ich könnte mal gleich gucken, was für ein Gesicht Link eigentlich macht, wenn sie ihm ein Küsschen gibt. Weil er sieht ja ganz anders aus jetzt. Dann muss das Gesicht ein bisschen anders ausfallen. Oh. Wunderschön. Es ist toll geworden. Mhm. So. Oh. Okay. Oh, ich muss eine Hühnung an den Kragen gehen. Okay, kein Problem. Sonarium habe ich ja. Jede Menge muss ein bisschen sparsam. Drachenklaue. Ach ja, stimmt ja. Ich muss... Ach. Prinzessin-Enzian. Wo war das Zeug nochmal? Mm. Wüstenbeinschutz, wundervoll. Soll ich dieses kleine Stück also verstärken? Ja, bitte. Mm. Ihr schießt einfach bei deinen Augen. Mut bleibt immer zu. Habt ihr die Haue gesehen? Also die Fangzähne? Aha, es ist vollbracht. Ja, mal sehen, was kannst du noch. Obwohl... Nee, das... Da muss ich die Hinox eins aufs Maul geben. Ach ja, die Schwänze wieder. Oh, ich habe echt ein Schwanzproblem. Leunen. Oder muss ich den Leunen an die Gurgel gehen? Oh nein.
Oh nein, nein. Oh, fuck my life. Oh, fuck my life. Gib mir meine Unterhose. Oh, Jamie. Okay, Hinox. Warte mal, ich wüsste, wo ein Hinox ist. Jetzt auf der Schnelle. Oh, yeah. Man merkt richtig meine Begeisterung. Was mache ich eigentlich als erstes? Versuche ich weiter da die sag versuche ich weiter nach Rüstung, also nach Materialien für meine Rüstung zu suchen. Was jetzt eigentlich auch mehr Glück als alles andere ist. Also ich will mich mal schlafen legen. Oder verfolge ich das Abenteuer weiter? Und versuche und oder mache das auch mit Giga, dass ich versuche, also sie platt zu machen. Weil es ist nämlich so, mit Giga sollte man irgendwie, so wie ich es verstanden habe, mit starken Waffen kämpfen. Am besten so mit Leunenwaffen. Scheint wirklich eher wie eine Maske zu sein, weil er macht den Mund nicht auf. Weil wenn man gähnt, macht man normalerweise den Mund auf, aber der Mund bleibt geschlossen. Ja, das ist nämlich das Problem. Ich möchte ehrlich gesagt ungerne meine, sag ich, meine Materialien, die ich für die Stärkung meiner Rüstung brauche, dazu verschwenden, versteht ihr? Da habe ich nämlich nicht so die große Lust. Jetzt stellt sich eigentlich auch die Frage, was bringt denn eigentlich jetzt die. Oh. Pistolen. Jetzt stellt sich auch die Frage, was bringt mich eigentlich diese Rüstung, die ich jetzt da vorne jetzt bekommen habe, da ich jetzt hier alle Schreine aufgesucht habe. Da ist der Dicke. Hallo, bleib mal hier. Wollen wir doch mal sanft wecken. Bisschen jetzt schwierig. Oh. Jetzt, weil die Bäume davor sind. Oh. Er ist schon wach. Könntest du mal aus dem Baum gehen? Ich sehe gar nichts. Moment. Oh. Weg, bevor er auf die Idee kommt, sich auf den Boden zu schmeißen. Okay. Na los, schmeiß mal.
Danke, hat ja sehr gut geklappt. Ich sehe nichts. Nice, ich haue mit voller Pulle. Holle gegen seinen Beinschutz. Was ja auch sehr viel was bringt. Wie wir ja wissen. Mina, oh fuck. Er macht gerne den Arschklatscher, oder? Ich wollte zwar springen, als er mir hinkommt, hat es nicht so geklappt. Haben wir jetzt eigentlich. Es wurde die eigentlich Herzen, oder? Es ist aber nicht so, als ob da irgendwie so ein blödes Herz getroppt wurde. Ach, come on. Okay, wollte schon sagen. So ein Octonus-Ball hat doch nicht sehr viele, sag ich, also Stärke. Postbockherz, Neunenherz, Linuxherz, Gigamaherz, Moldoraherz. Hab ich denn jetzt alle das Herz genommen? Gut. Okay, dann gehen wir mal jetzt zum Neuen hin. Ja, wir suchen jetzt mal ein paar Neuen auf und zeigen ihnen unsere Dominanz. Naja, wir können ja hingehen und fragen, ob sie die nötigen Materialien herausrücken, aber ich glaube, das tun sie nicht. Hier war doch ein Neune gewesen, da am Wäldern. Das sieht so richtig aus. Na? Ja. Hat er so gebrannt? Ja. Yep, yep. Okay. Oh nein, der mit seinen Klößen. Oh. Hallo und willkommen. Wie wär's mit einem Marlon-Kloß? Diese von Ehrfurcht gebietene Gott der Pferde inspirierte Neuheit findest du explodiert in Stall von Osakala. Außen kloß in den fluffig. Nimm ein, Beiris, und vielleicht ist dir das Glück mit dir holt. Kann ich die so essen? Oh. Tja, weißt du, bei unseren Marlon-Klößen bist du so stolz darauf, wie frisch sie sind.
Kein Problem, wenn du einmal Lust auf einen hast, sprich mich einfach an, ja? Wenn du mir einfach das Teil so in die Hand drücken würdest, okay, aber du stopfst es mir regelrecht in die Fresse, Alter. Das ist nämlich das, was ich nicht mag. Das hat mich schon bei Boys of the Fight so genervt. So, nur los, nimm und stopf das rein. Hat man nicht gesehen. Jeder Schlaf, also wieder Schwarzblende. Und man denkt sich auch, was soll das? Ich kann mich selbst füttern. Ich brauche da nicht jemanden, der mir das ins Maul stopft. Der muss mich nicht unbedingt sehen. Da ist der Leune. Also ist es vielleicht ein bisschen nervig, wenn die Weißen direkt vor einem rumtanzen. Und da fragt man sich, ob es vielleicht besser wäre, wenn die Kamera sich unsichtbar, also ihn durch sich machen würde. Bis mir einfällt, dass es ja bei manchen Games tatsächlich so ist, dass die Kamera so dicht an einen ran ist, dass man praktisch seine Innereien, inklusive Augäpfel und Zunge und Zähne, sieht. Und denke ich, ist doch vielleicht besser, dass man es nicht sieht. Hallo, du wirst jetzt sterben. Oder ich werde sterben. Oh. Da machen die anderen aber mehr Schaden. Ihr müsst euch hinterherlaufen, Leute. Kommt schon. Oh. Oh, danke fürs Holz. Lust aber nicht mehr ein. Oh, ich wollte das Holz einsammeln, du Arsch. Oh. Ja, jetzt ist es eingeritten. Das hört sich so falsch an. Oh, schon tot? Ich habe ja gesagt, du wirst sterben. Oh, Massivhorn. Ganz gut. Okay, den haben wir erledigt. Gab's noch irgendwie einen hier in der Nähe? Vielleicht bringt das, wenn ich mehr so auf die Karte schaue. Ach, guck mal, hier war ich gar nicht mal lang gegangen. Ja. Da, wo ich nämlich immer so umhergelaufen bin, ist mich immer dann Leune. Ich weiß auch noch, wo es eine ist. Ja, da ist er. Und da in der Nähe von Kakariko, da, wo wir auch ein Rätsel machen. Also, wo da auch so dieses eine Rätsel war, um in den Schrein reinzukommen mit den Schatten, also Schattenrätsel, sag ich mal. Ach, das wird nicht sonderlich interessant. Irgendwie der Part teilweise. Aber storytechnisch mache ich da nichts, überhaupt gar nichts, sondern gehe mehr auf der Suche nach Materialien. Aber die brauche ich nun mal. Damit ich auch vorankomme, also besser vorankomme. Kann ich da einfach rüber oder trigger ich das? Also, weil da sind immer hier diese Monsterwehr. Müsste es nicht eigentlich Monsterwehr heißen?
Einer der Probleme, die ich habe, ist, dass das Rendern auf einmal so lange dauert. Naja, vielleicht war das Rendern immer so lange. Nur ich habe nicht so drauf geachtet, beziehungsweise, dass ich nicht so die Videos. Dass ich die Videos. Da schlägt ja schon Alarm, der Dude. Also das war ich die Videos nie so lange gemacht habe. Lauf schneller, Link. Ja, danke. Eine Haarsträhne in mein Auge so über mein Auge streichen. Er ist irgendwie total auf Minoru fixiert, kann das sein? Reagieren. Oh, nett. So ist das auch. Er macht nicht einen Boxschwung darauf. Wow. Das hat den Rest gegeben. Und ich wurde nicht mal getroffen. Irgendwie ist schon wirklich eine Sünde, wofür ich das Masterschwert benutze. Warum das so jetzt? Ja. Sandbänken. Und da war das hier. Ich glaube, das war hier gewesen. Und wo war noch mal die Hinox? Aber genau. Was haben wir eigentlich reagiert, wenn ich hier als Sono-Mischling vor ihnen stehe? Okay, keine Reaktion. Hätte ja sein können, dass er irgendwas dazu ja sagt. Problem ist, wie viele Leute muss ich denn eigentlich killen? Thank you.
Gut abgeblasen, Junoko. Tullin! Okay, okay, ich weiß nicht, wie ich das mache, aber ich mache es. Die Waffen gehen schneller kaputt, als ich gucken könnte. Da hat er mir aber ganz schön den Arsch rasiert. Nee, das ist nicht das, was ich suche. Habe ich denn tatsächlich das nicht? Oh, doch. Steh auf, Link. Nicht pennen. Gut, Leute. Jetzt wird er sauer. Haut ab, Leute, haut ab. Ich kann echt vom Glück sagen, dass das nur eigentlich so sagen wie die Geister sind von meinen Freunden. Ich glaube, die wären schon öfters hops gegangen. Die Ziege da hinten, shit, einfach sagt, ach, was geht mich das an, dass da ein Kampf ist. Kann ich den Bogen einsammeln, ohne Angst zu haben, dass ich wieder den falschen Bogen einsacke? Okay, habe ich. Oh, das Teil habe ich noch nicht. Gut. Oh.
gucken wir mal unsere Waffen an. Weil die muss ich jetzt, da muss ich jetzt mal wieder mal bessere Waffen. Also jetzt mal Waffen mal wieder synchronisieren, damit ich wieder was habe. Okay, hier haben wir 4 Stück. Ich glaube, ich brauche für einen auch 5. Pff, boy. Also was ich da hier so für geile Waffen machen könnte, aber das brauche ich leider für was anderes. Das brauche ich hier auch für was anderes. Das auch. Die Teile gehen so schnell kaputt. Vierundzwanzig. Neununddreißig. Okay, mir fällt auch noch ein Leuner ein. Ja, der muss hier sein. Musste aber so recht drücken. War ein bisschen ungemütlich. Okay, warte mal. Ich habe auch ein anderes Problem, weil demnächst bin ich immer so gut 4 Wochen weg. Also nicht zu Hause. Und da muss ich schon vorproduzieren. Und da bin ich am Überlegen, wie ich das eigentlich da mache, um die Zeit zu überbrücken. Vielleicht. Oh, das ist der nächste. Vielleicht mache ich das jetzt auch wieder alle 2 Tage in der Woche. Also so am Werktagen das so mache. Das ist jedenfalls dann besser, als wenn ich etwa 2 Wochen jeden Tag was habe und dann für die nächsten 2 Wochen gar nichts. Der muss auch denken, was wollt ihr, ihr Wahnsinn? Ich bin fucking Leune. Oh, mein Schild ist kaputt. Oh, gut, gut gemacht, Leute. Rauflink und nicht anstarren. Das ist zwar ein Pferdearsch, aber auch ein Wunder hübscher mit den ganzen Muster, aber trotzdem. Mit den 9 ist nicht gut, Kirschen zu essen. Oh, lauf weg, Fröschchen! Wow, Tulin, du wirst immer besser. Warum muss die Kamera immer so scheiße drehen?
Also immer so. Okay, jetzt macht er die Attacke. Aber das Gute ist auch, dass meine Freunde ihn ablenken tun. Und auch Schaden machen. Wenn man es eigentlich so überlegt, hat der Typ eigentlich keine Chance gegen sie, weil. Ja, weil die praktisch unzerstörbar sind. So, und ermüden werden sie auch nicht. Also müde werden die auch nicht. Also, eigentlich ist der Leune total am Arsch. Müsste eigentlich dann an mich ausschalten, damit er in Ruhe gelassen wird. Weil ich ja eigentlich hier sozusagen der Grund bin, warum die ihn nicht in Ruhe lassen. Ist jetzt gerade Minoru so auf die Schnauze gefallen, so nach hinten raus? Okay. Auf die Schnauze von hinterrücks klappt er ganz gut. Also ihr wisst, was ich meine. Ich krieg den gar nicht mehr. Der läuft so hin und her so und. Und irgendwann denkt er sich auch, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe nach Hause. Oh Scheiße, das ist ja hier mein Zuhause. Ich dachte, er macht den Angriff, so eine Wirbelattacke. Wen hat er eigentlich jetzt angegriffen? Achso, Tulin. Mich ignoriert er irgendwie. Kann das. Au. Da hat er mich erwischt. Aber weil ich nur vor die Hufe gelaufen bin. Er konzentriert sich total auf meine Begleiter. Ich bin drauf! Kannst du mal langsam tot gehen? Du hast ja nicht mehr viel. Oh, ja, danke. Holy moly, was für ein Kampf. Was mache ich da? Oh, habe ich tatsächlich noch nicht fotografiert. Man sieht da richtig den Schatten von Link, wo er das fotografiert. Okay, das habe ich. Okay. Okay, okay. Aber jetzt ist die Frage, wo ist denn die nächsten? Können wir uns mal hier mal umschauen. Da waren wir auch nicht gewesen. So. Aber ich bin echt froh, dass ich das mit den Schreien hingekriegt habe. Auch bei der letzten ja wirklich storyrelevant kommt man da wirklich erst später hin. Also, und das ist dann auch wiederum der Nachteil dann wiederum, wenn man. Ich meine, man kriegt ja halt diese. Oh, so. Mal. Wie heißt eigentlich Quatsch. Heldengeist auch so halt. Also das kriegt man ja nur, wenn man halt alle Schreine gefunden hat. Wofür eigentlich die jetzt ganz gut ist, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht ist das jetzt auch nur eine kosmetische Sache halt.
Nur, es war eigentlich ja so, bei Breath of the Wild hat man den Hibernator CEO nur bekommen, also Links Titan, wenn man alle Titanen gemacht hat. Dann, bei der Mark musste man auch noch ein paar Prüfungen machen, dann nochmal gegen den Titan kämpfen und dann hat man dann den Motorrad bekommen. Und hat man dann alle Schreine, dann kriegt man halt da den Ursprungsgewand. Also das, was Link im zur NES-Zeiten getragen hat. Nur dann lohnt es sich dann eigentlich dann gar nicht. Aber also wenn man die alle Schreine da nach und nach macht, so dass man erst am Ende hin alle hat, dann lohnt sich das eigentlich gar nicht, weil da müsste nämlich die, sag ich, das Ursprungsgewand natürlich auch upgraden. So. Aber das wird sich dann für die Zeit dann auch gar nicht lohnen. Weil, sag ich mal, man hat die Schreine gemacht, man hat dann auch die Titanen dann gemacht. Und man ist praktisch am Ende, also. Nicht, dass irgendwie sich das dann so großartig lohnen würde. Und deswegen. Deswegen habe ich es mir einfach angewöhnt, einfach halt. Wenn ich da irgendwas kriege, wenn ich eine. Das sofort das in meinen Griff zu nehmen. So halt, wie halt mit diesem uralten Geist da. Dass ich das dann. Dass ich ja die ganzen Schreine dann mache. Was aber wiederum dann, wenn man sich so überlegt, dann auch storytechnisch deswegen problematisch ist. Und ich friere mir den Arsch ab. Super. Gut, das reicht. Weil, naja, wofür lohnt es sich dann, dass da. Ich habe es in Faden verloren. Großartig. Was ich sagen wollte ist, wenn man eigentlich, sag ich, die Rüstung. Oh, danke, Master Schwert. Damit man eigentlich die Rüstung, also das für diesen uralten Geist nutzen kann. Warum ist es eigentlich hier schon so kalt? Okay. Also wenn man da halt diesen. Den uralten Geist nutzen kann, ist es eigentlich besser, vorher die Rüstung zu bekommen, nicht kurz am Ende. Problem ist nur, wenn man sagt, storytechnisch gesehen, dann kann man zu den letzten Schreien, wo ich ja war, nur hin, wenn man das mit Minoru in Angriff nimmt. Und Minoru ist halt die fünfte Weise, eigentlich auch die letzte. Und das heißt, wenn man sie erfunden hat, dass es eigentlich schon Richtung Finale geht. Geht so und ja. Ist das noch einer? Ich finde es irgendwie geil, dass die nicht mitkriegen, dass ihre Kollegen gerade sich in Dunst aufgelöst haben, in Wasserdunst. Ja, also deswegen ist das ein bisschen so nervig. Ja, komm mal her, Minoru, dann kriegst du. So, jetzt hast du einen heißen Flammenwerfer. Also es ist da das. Nervig, sage ich euch. Aber ich war. Der ganze Aufwand lohnt sich dann eigentlich dann nicht. Es sei denn, ich mach das. Es sei denn, man macht es halt. Also, wie ich es mache, man greift einfach. Man sammelt vorher die ganzen Schreine und greift mit denen sprechen eigentlich auch von der Story hervor. Aber jedenfalls gibt es da die Möglichkeit. Stellt euch mal vor, dass.
Hi. Kann einer von euch um ihn kümmern? Danke. Man müsste sich ja wirklich so wie früher sich im Ablauf der Story halten. Und dann kriegt man ein ganz geiles Item, was aber letztendlich da nichts bringt, weil man praktisch schon am Ende des Games ist. Also, ja, das stelle ich mir nicht so schön vor. Aber ich muss mal wirklich auf der Karte schauen, also ich meine jetzt in den Guide, um zu sehen, wo die ganzen Leuen sind. Also der Guide ist zwar nicht perfekt so, aber in einigen Dingen ist er doch recht hilfreich. So zum Beispiel ist auch angegeben, was für Materialien wir brauchen, um unsere Rüstung zu verstärken. Also ich nenne immer, ja, ich nenne es ja eigentlich Rüstung, die ganzen Klamotten. Aber, Alter. Ja, es gibt wirklich viel zu tun. Ich könnte es eigentlich jetzt auch so machen. Ich rüste doch eine Waffe mit den neuen Materialien aus. Gehe dann zu den, also zu den Gigas und. So, und dann konzentriere mich dann anschließend darauf. Das könnte ich dann auch machen. Aber Moment mal. Wäre vielleicht besser, wenn ich das hier verbessern würde. Gibt's da noch hier Teile von? Okay. Da muss ich jetzt auch mal gucken, wo der Oberteil und der Kopfteil ist dann. Oder, nee, eigentlich wäre es doch logischer, wenn ich einfach die Giga-Ausrüstung verbessern tue, damit ich mir einstecken könnte. Und also dass ich die dann so und dann später danach auf die Leuen wieder Jagd mache. Das wäre doch auch eine Option. Das Problem ist nur, wenn ich das so mich da verbessern tue, also wenn ich die Rüstung, die Jäger-Schleichrüstung verbessern würde, dann ist ja leider das Problem, dass ich auch dafür Materialien brauche, die auch nicht so leicht zu kommen sind. Ich habe doch einen Wolf gehört, oder? Ich glaube, ich werde jetzt gekocht, oder? Mir ist doch morgens. Okay, ich weiß nicht, wie stark da die Giga sind. Also worum geht es da? So wie ich es gesehen habe, kämpfe ich dann halt gegen Gigas. Ist es so eine Art, sag mal, so Challenge. Schafft mal, ob du uns besiegst und so. Lebst noch?
Okay. Warte mal, Leute, mal sehen, wie er reagiert. Dämlicher Köter. Ich meine, du wurdest angeschossen und anschließend angeröstet und da meinst du, du musst mich noch weiter angreifen. Eigentlich ein Wunder, dass du noch so lange überlebt hast. Warte mal. Wie sieht es eigentlich geldtechnisch aus? Weil die große Fee will ja auch Kohle sehen, mit der Petrobine. Hier ist kein Haken. Das heißt also, da müsste auch dann hier der Maui sein. Andererseits, ja. Glaube nicht, dass ich nicht alle Eingänge hier finde, weil das ist eigentlich eine große Höhle. Da gehen wir mal dahin. Ich werde also auch nicht gekocht. Oh, könnt ihr euch um ihn kümmern? Ihr sollt euch um ihn kümmern. Toll. Ja, zum Glück ist der Halsfall unversehrt geblieben. Gut, wir sind auf heutigen Weg. Okay, jetzt sehen wir uns mal um. Na, jetzt kann ich natürlich nicht laufen. Ah, okay. Ich dachte, hä, schreien? Ach nee, ich hab's ja umgestellt. Ich frag mich eigentlich, ob hier das Nevasmonster auch hier plötzlich so in der Wüste rumläuft. Ich habe ihn ja nur am Rand der Wüste getroffen. Okay, gucken wir erst mal. Ui. Könnt ihr euch um den da? Ih, verdammt! Okay, Idiot. Ja, wie eine Motte im Licht. Kerzenlicht. Alter. Könnt ihr euch um den mal kümmern? Danke. Stimmt ja, hier waren die auch. Aber gar nicht mal so schlecht. Weil. Ich brauche ja schließlich. Von denen auch noch was.
Okay. Ich glaube, ich muss mich wohl erstmal um die Monster kümmern, sonst wird das nichts. Ah, okay, ich habe die Markierung wohl da gesetzt, damit ich weiß, wie ich da rankomme. Also mal, in welchen ja, Loch ich rutschen muss damit. Ach, da oben ist er. Okay. Also, ich hab das Loch markiert, wo ich rein muss. Uah! Damit ich nämlich da reinkomme. Hier ist alles voller Monster. Muss ich jetzt eigentlich jetzt in jedes, in jeden Sandloch rein, damit ich da, oder brauche ich das nicht so? Ich dachte, da läuft ein Gibbo rum. So, hoffen wir, dass ich das auch richtig markiert habe. Gut. Ja, sieht so aus. Da ist er ja. Hüpft so fröhlich rum. Der ist irgendwie ganz schön flexibel, also ganz schön flink, der Dude. Okay, jetzt wollen wir noch 30. Okay, wie komme ich jetzt hier raus? Eigentlich hätte ich mich ja gleich zu Feen teleportieren können. So. Obwohl, ja, sammeln wir das mal alles ein, was wir da unten finden. Aber das können wir immer gebrauchen. Okay. Junobo, komm mal her. Ich wollte eigentlich. Alter! Ach, jetzt hat natürlich die ganzen Teile überall verteilt. Ernsthaft! Ich glaube, ich soll wirklich mich um den Donnerhelm kümmern. So. Feuerstein. Leuchtsamen. Leuchtsamen. Selbst wenn man wirklich in einer Situation ist, wo man plötzlich keine Leuchtsamen hat, man findet immer schnell welche. Und eigentlich wird man, und wenn man die eigentlich immer fleißig sammelt, dann steht man eigentlich nur dann ohne da, wenn man sie mit einmal verkauft hat. Das so, wie ich es gemacht habe. Und das war eigentlich auch noch nicht der Weltuntergang. Wenn ich mich nicht täusche, ja. Da ist ein Gibbo.
Fischen. Noch hier irgendwie so ein Kippo? Ich habe da hinten einen Schleim gesehen. Also ein Raubschleim meine ich. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Haben wir hier noch irgendwelche Gippos? Wenn man von Teufel spricht, wer ist der Gippo? Da ist noch einer. Warte mal. Wieso kommen die eigentlich zu mir hingedackelt? Danke. Naja, jedes Monster geht immer zu mir hin, wenn es mich sieht. Als ob die ein Autogramm von mir wollen. Nö, die wollen mich nur tot sehen. Aber bei den Kippos ist es so um einiges unheimlicher. Okay, okay. Oh. Da haben wir ein Gippo. Oh, und da ist noch ein Gippo. Warte mal. Einmal nachsetzen. Okay. Mit Minoru ist es nicht so einfach zu steuern. Okay, dann ab zum nächsten. Ab zur nächsten großen Fee. Ah, warte, ich muss erstmal. Ich glaube, ich muss auch erstmal was. Erstmal Rubine verdienen, sonst wird das nichts. Okay. Und mir fällt was anderes ein. Ich brauche Enzion. Ja. Oh! Ich kann tatsächlich nicht mehr die Sachen verkaufen, die Äpfel. Ah, da ist Terry. Hallo, sieht man sich wieder, was? Die scheinen ja wirklich gern zu reisen. Ja, ich will was verkaufen. Vielen Dank, das wird ein Festmahl für meine Insektenfreunde. Aha. Aber ich sollte erst mal selbst eine Geschmackprobe machen, um zu sehen, ob ihnen diese Leckerei bekommen. Wow! Ja, ja. Yay. Mit anderen Worten, nehmen wir die Dinger selbst futtern. Okay. Okay, das muss doch erstmal reichen.
Ich wollte zwar zu der großen Fee gehen, um mal sehen, ob ich da schon meine Klamotten verbessern kann. Meine Rüstung. Aber da denke ich, ich hole mir noch was anderes. Schnipfenmöbel. Meinen die damit etwa die Fee, die große Fee, die da gewohnt hat? Oder war sie im Beutrop so weit? Und da gab es nämlich auch Enzian, also Prinzessin Enzian. Berg aus. Okay, wo bin ich? Okay, da ist noch ein Weg. Das ist ein Gang direkt nach oben. Ich wollte mal früher mit dem Pferd da so lang. Hier müsste es so immer rumgehen. Nach links. Natürlich haben da wieder Monster passiert, damit man ja nicht dahin kommt. Aber das gar keine Rolle spielt, weil die große Fee ist ja umgezogen. Na bitte. Okay. Wenn so ein Ding runterkommt und fast einer auf den Kopf fällt, dann möchte man diesen Ort nicht auch nicht unbedingt aufsuchen. Also da verstehe ich die große Fee. Wenn die sagt, nö, ist das so gefährlich. Ups. Gut. Wieder zurück zu der großen Fee. Da können wir zumindest eine Rüstung verstärken. Und zwar das Reckengewand. Und dann ist es auch wieder Zeit, Feierabend zu machen. Eigentlich gab es heute nicht sehr viel zu gucken, also storytechnisch. Aber es ging einfach ganz gut voran. Trotzdem jetzt irgendwie. Also ich bin nicht so böse auf die Schnauze gefahren, habe da mehrere Leute bekämpft, hat auch ganz gut funktioniert. Yep. Ah.
Link, lass eine Maske auf. An den Küssen wird da wohl nichts. Oh, warte mal. Okay, Leune haben wir da. Ach, Exodus. Oh. Oh, Mann. Oh, Hynoxhorn, okay, das ist nicht das Problem. Aber Elektro, oh, da ist so schwer heranzukommen. Oh Gott, nein. Oh, die Teile brauche ich ja eigentlich auch für meine Rüstung da. Ach so. Ja, bitte. Okay, ich mach die Augen zu. Haben wir ja schon. Oh, da brauche ich jetzt auch Klaue, Fauder und. Ja. Ich weiß ja, wo Inzianier wachsen. Können wir auch schon. Witzig wäre, wenn man links Gesicht sehen würde, aber durch die Maske sieht man es ja nicht mehr so. Und lohnt sich das nicht. Okay. Also die Teile brauche ich eigentlich gar nicht herzustärken. Aber so häufig bin ich nicht in der Luft. Okay, was brauche ich dafür? Oh nein. Natürlich. Wenn ich mal so sehe, weißer Leune Massivhorn oder der weiße Leune Säbelhorn, davon habe ich nur ein. Obwohl ich da schon einige so weiße von dem Platt gemacht habe. Also. Also kann man sich ausrechnen, dass das doch eine lange Squinden wird. Ja, da muss es erstmal alles auf Maxi sein. Warum Schwänze? Warum? Wie viele Kleider habe ich da, also Rüstungen, die immer dieses verdammten Schwanz von diesen Exalus haben müssen? So. Ja, warte mal. Ach, da brauche ich 9, okay. Fuck my life. Das ist Mist. Ich glaube, das war im Breath of the Wild doch besser gewesen. Nur ein bisschen, aber doch besser. Okay, Leute, dann werde ich mal den Part mal beenden. Eine Stunde und 40 Minuten sind eigentlich lang genug, würde ich sagen. Okay. Wir sehen uns im nächsten Part, Leute. See you in the next.